Um die Powerhalse zu verstehen, unterteilen wir sie zunächst in die Einleitung, das Shiften und den Fußwechsel sowie den Exit. Die Einleitung der Halse beginnt noch vor der eigentlichen Halse. Wenn wir auf Halbwindkurs fahren, fallen wir ab, bis wir uns auf einem leichten Downwindkurs befinden. So verkürzen wir den Radius der Halse und haben mehr Speed, um durchzugleiten. Während der Halse wollen wir möglichst wenige Bewegungen am Gabelbaum machen, um mehr Sicherheit zu haben. Deswegen bewegen wir unsere hintere Hand bereits vor dem Carven einige Zentimeter nach hinten. Die vordere Hand liegt nah am Trapeztampen. Jetzt wollen wir das Board ankarven. Wir nehmen den hinteren Fuß aus der Schlaufe und stellen ihn mittig zwischen die beiden Schlaufen auf der anderen Seite des Boards. Jetzt ist es essentiell, in die Knie zu gehen, um den Körperschwerpunkt tief zu halten und den Chop abzufedern. Wir belasten jetzt den hinteren Fuß etwas stärker und ziehen das Board mit dem vorderen Fuß leicht nach oben. Dadurch gerät unser Board in eine leichte Schieflage und carvt wie von alleine durch das Wasser. Gleichzeitig zieht unsere hintere Hand, die ja bereits in der richtigen Position ist, das Segel unter unseren Körper. Das ist am einfachsten, wenn wir den vorderen Arm etwas länger lassen, den hinteren Arm anziehen und unseren Körper aktiv über das Segel eindrehen. Dadurch bekommen wir anfangs mehr Druck im Segel und somit auch auf den Mastfuß, was uns mehr Kontrolle über das Board liefert. Außerdem haben wir durch den Segelwiderstand mehr Balance. Das Segelschiften wird uns auch leichter fallen, denn halten wir das Segel in dieser Position, wird der Wind während des Shiftens und dem Öffnen des Segels viel weniger Angriffsfläche haben. Befinden wir uns im Scheitelpunkt der Halse, wird es Zeit für den Fußwechsel und das genannte Segelschiften. Beides folgt kurz nacheinander, fast schon gleichzeitig. Wir bringen nun den noch in der Fußschlaufe befindlichen Fuß zu unserem anderen Fuß. Sobald dieser das Board berührt, wandert der nun vordere Fuß nach vorne zwischen Mastfuß und Fußschlaufe. Unser Segel wird sich, während wir die Füße wechseln, öffnen wollen. Dies lassen wir zu und geben ihm hierfür zusätzlichen Schwung, um schnellstmöglich in die andere Richtung weiterfahren zu können. Während das Segel sich öffnet, lassen wir mit der hinteren Hand los und greifen mit dieser auf die andere Seite des Gabelbaums. Die andere Hand zieht nach, sobald wir das Segel mit der jetzt vorderen Hand stabil festhalten können. Das Segelschiften beginnt während des Fußwechsels, endet aber erst nachdem dieser abgeschlossen wurde. Das richtige Timing kommt hier erst mit Übung und Zeit. Je schneller wir jetzt den Exit schaffen, umso eher gleiten wir wieder sicher über das Wasser. Hierfür gehen wir zuerst in die Fußschlaufen, vordere, dann hintere, und hängen uns dann ins Trapez ein. Bei flachem Wasser und wenig Wind kann man sich auch zuerst ins Trapez hängen, um schneller mehr Power ins Board übertragen zu können. Stopp! Freunde, falls euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, denn hier gibt es regelmäßig neuen und ja, mehr oder weniger freshen Windsurf-Content. Präsentiert und unterstützt wurde dieses Video natürlich von meinen Supportern auf Patreon. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und von Jarkware, dem Modelabel für, naja, uns. Kann man es lesen? Wind, Surf und jetzt denken wir uns nochmal ein ER dazu. Alright Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!